Okay, dann legen wir einfach mal los. Local Heroes 2018, hier ist die Akustikbühne, hier ist Howie Jagalo und hier ist aus Baden-Württemberg Paris. Moin Jungs, wie war es auf der Bühne? Meine Fotografin, die liebe Heike, die hat ja auch Ahnung von Musik und die war der Meinung, ihr habt voll abgerissen. Habt ihr es auch so gefühlt? Es hat auf jeden Fall unglaublich viel Spaß gemacht, ja. Und es war unglaublich warm und ich finde es tatsächlich immer unglaublich verrückt, dass Musik, obwohl ja irgendwo hier so eine gewisse Konkurrenz herrscht, irgendwo in den Bands drin, in den Leuten drin, dass irgendwo dann Musik wieder so eine Einheit schafft. Das fand ich schön. Das hat sehr gut getan. So. Musik ist einfach was Völkerverbindendes. Habt ihr euch das auch auf die Fahnen geschrieben? So ein bisschen Völkerverständigung, Toleranz oder so? Wie sieht's da aus? Komplett, ja. Also ich meine, es ist generell, finde ich, sehr, sehr wichtig, irgendwo Position zu beziehen. Vor allem irgendwie in Zeiten wie heute, so nach einem Jahr wie letztes Jahr und was dieses Jahr so passiert ist und so. Und ich meine, du hast ja als Band immer, egal wie klein und groß du bist, du hast eine Bühne und du hast in meinen Augen eine gewisse Verantwortung, diese Bühne dann auch zu nutzen. So, und da sind wir, glaube ich, schon, das ist schon sehr wichtig, da auch zu zeigen, dass Toleranz und Nächsten, also oder auf die anderen zuzugehen, vielleicht wichtiger ist, als sich da zurückzuziehen. So. Ich habe gerade irgendwie bei Facebook, ich glaube gestern war es, irgendwie hatte Monchi von Feine Sahne Fischfilet irgendwie ein Schreiben gepostet. Also kriege ich jetzt eine Gänsehaut, weil es einfach so gruselig war. Also wenn da halt echt irgendwie damit gedroht wird, dass irgendwie alles angezündet, abgefackelt und die Menschen zusammengeschlagen werden. Das kann nicht sein. Yes. Yes. So, ihr habt seid jetzt so in der Formation noch nicht ganz so lange zusammen. Vorher war Schlaraffenlandung. Was hat euch denn bewogen, von Schlaraffenlandung jetzt zu Paris zu gehen? Ja, das ist ein kleines bisschen eine längere Geschichte. Wir haben Zeit, 6 Minuten. Ja, ich glaube, selbst der... Make it short. Okay, sagen wir mal so, es gab halt intern Gründe, die uns dazu bewogen haben zu sagen, wir müssen jetzt halt den Weg gehen, dass wir uns zu zweit als neue Band formieren und halt weitermachen, weil ansonsten es, glaube ich, so nicht mehr funktionieren würde, wenn wir das zu dritt weitergemacht hätten. Oder? Ja, ich meine, auch diese Umbenennung, das war lange überfällig. Also gerade wir beide haben auch lange mit dem Bandnamen irgendwie gehadert, den werde ich meinen Schlaraffenlandung. Was assoziierst du mit Schlaraffenlandung? Naja, geht so ein bisschen sehr lang. Ja, und es war einfach irgendwie die höchste Eisenbahn, da jetzt ein bisschen was Neues zu finden und dann den Namen irgendwie abzukürzen, was zu machen, was mehr auch zu uns beiden passt und dann aus uns rauskommt und dann wurde da Paris draus. So. Wie würdet ihr denn so die Chemie zwischen euch beschreiben? Also wer ist vielleicht der etwas chaotischere, wer ist der emotionalere? Machen wir mal ein bisschen Psychologieunterricht hier. Also man muss ja sagen, Moritz und ich haben bis vor 2 Jahren, glaube ich, unser gesamtes Leben miteinander geteilt. Wir haben zusammen gewohnt, wir haben zusammen gearbeitet, wir haben zusammen in der Band gespielt, wir sind zusammen abends irgendwie in die Stadt, wir haben alles gemeinsam gemacht. Und nach einem Jahr geht man sich dann irgendwann sehr auf den Sack und hat wirklich gar keine Lust mehr aufeinander. Und, aber ich würde sagen, es ist Brüder. So, man liebt sich, man hasst sich, man streitet sich, man rauft sich zusammen und am Ende vom Tag sitzt man zusammen in einem Bus und tut das, was man liebt. Und ich glaube, das ist das, was wir tun, tagtäglich. Also kann man nicht sagen, dass die Single Drama, welch Titel, nicht Folge der Analyse eurer Beziehung untereinander zueinander ist? Nee. Worum geht's denn in dem Song? Ich wurde das noch nie gefragt und ich hatte gehofft, ich muss das nie beantworten. Tja, dafür sitzt halt Howie Jagalo hier, der stellt manchmal komische Fragen. Na, im Endeffekt ist es eine Allverallgemeinerung. Also es geht vor allem um diesen Fakt, dass man manchmal einfach so ein bisschen der Blitzableiter für Leute wird. Und dass man, also ich habe ganz oft das Ding gehabt, dass ich sozusagen immer der Kerl war, zu dem man gekommen ist, wenn man irgendwie Scheiße gebaut hat oder irgendwie einem Scheiße passiert ist. Und dann hat man mich angerufen und ich war dann so ein bisschen der Blitzableiter und habe das kompensiert. So. Und darum geht es so ein bisschen, um dieses, manchmal ist es vielleicht einfach klüger, das Handy dann nicht in die Hand zu nehmen und ranzugehen und zu sagen, komm, der kriegt das jetzt erstmal alleine hin und wenn er 3-mal anruft, dann ist schlimm. Ist denn Musik dann in dem Sinne für euch so ein bisschen
Therapieersatz oder Therapieförderung oder wie würdet ihr das sehen? Auf jeden Fall. Ich kann jetzt in dem Fall einfach nur für mich sprechen, dass es für mich schon auch in einer gewissen Weise auch schon Therapie ist, wenn ich einfach irgendwelche Sachen habe, die mich irgendwie belasten oder bedrücken und ich das dann einfach in meiner Art und Weise verarbeiten, ausdrücken oder anderen Leuten mitteilen kann. In dem Fall halt in der Musik. Also in dem Fall würde ich schon sagen, dass es mir hilft. Wie sieht die weitere Reise aus? Was ist in Planung, was ist in der Pipeline? Boah, wir haben gerade einen riesen Arsch voll zu tun, was sehr, sehr schön ist. Wir schreiben gerade eine Platte, die wir rausbringen möchten nächstes Jahr. Wir haben so auf dem Weg immer mal wieder ein paar Songs, die uns so wichtig sind, dass wir sie einfach direkt rausbringen möchten und nicht auf die CD warten. Was ja heutzutage eh nicht mehr so wichtig ist, dass man so alles auf einen Schlag rausbringt. So. Und wenn einem ein Song besonders wichtig ist, dann knall ihn raus. So. Das sollte jede Band machen. Wenn du einen Song richtig feierst und richtig Bock drauf hast, bring ihn raus, ist scheißegal. So, das steht gerade so ein bisschen an und dann spielen wir jetzt tatsächlich unsere erste richtige, echte, eigene Tour nächstes Jahr. Kommt ihr nach Berlin? Wir kommen nach Berlin ins Monarch. Ins Monarch? Monarch. Okay, sehr cool. Dann habt ihr jetzt einen Auftrag, weil ich bin ja bekennender Spätzle-Fan. In Berlin bin ich immer beim Spätzle-Express. Also gerne mal irgendwie so ein Package. Frische oder noch zum Kochen? Oder noch besser, ihr kommt zu mir, genau, dann kochen wir irgendwie zusammen Spätzle. Muss ich aufräumen. Okay, dann bringen wir aber keine frischen mit, dann bringen wir richtige mit. Naja, dann selber machen, ne? Ah, wir können, ich habe so einen Spätzle-Shaker. In Schwaben ist das ein Hit. Es gab mal im vergangenen Jahr bei die Höhle der Löwen gab es irgendwie so Spätzle irgendwas. Also die konntest du dann aus der Tüte pressen. Ja, genau. Habe ich 2-3 Mal probiert, fand ich eigentlich ganz lecker. Aber hat sich leider nicht durchgesetzt. Also ist, glaube ich, mittlerweile... Ja, man schabt's, genau. Bringen wir mit. Ja, in diesem Sinne... ein bisschen Freestyle noch irgendwas, oder... Ich bin der schlechteste Freestyle-Rapper Deutschlands.